Und er sagte, und die Gefäße der Ungläubigen und ihre Kleidung sind tahir, sind rein, solange man nicht Gewissheit über die Unreinheit hat. Du kannst also die Kleidung von den Kuffar anziehen und diese benutzen, es sei denn, du bist dir sicher und hast hierbei Gewissheit, dass sie unrein ist. Ein Beispiel dafür, was vielleicht manche machen: Manche machen Sport oder treiben Sport in einer Mannschaft. Und dann gibt es sogenannte Mannschaftskleidung oder Trikots, wird das genannt. Die werden von der Mannschaft oder der Mannschaft zur Verfügung gestellt, davor immer gesäubert und gewaschen. Und dann kriegt jeder vor dem Sport, kriegt er ein Trikot oder kriegt er eine Mannschaftskleidung. Und die zieht er an. Das ist normalerweise sauber. Es sei denn, man ist sich oder man hat Gewissheit. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn es benutzte Unterwäsche der Kuffar wäre. Da hat man im Normalfall Gewissheit, dass diese unrein ist, weil sie sich nicht säubern und keinen weder Istinja machen noch Istijmar. Aber der Ausfall ist, dass man die Kleidung der Kuffar tragen darf. Jetzt aber hat er über den Ausfall gesprochen und er sagt dann weiter, und in Bezug auf die Unerwünschtheit ihrer Benutzung gibt es zwei Überlieferungen. Das ist das Besondere an diesem Buch, dass er öfters die verschiedenen Ansichten in der hanbalitischen Rechtsschule erwähnt. Am Anfang, also schaut, er baut die Qaida wie folgt auf. Er baut die Regel so auf, oben, es ist erlaubt, aber ist es unerwünscht oder ist es nicht unerwünscht, diese zu tragen? Und hierbei gibt es, sagt er, zwei Überlieferungen oder zwei Ansichten. Die erste Ansicht besagt, oder es wurden sogar mehrere davon hierbei, das ist eine der Thematiken, wo nicht nur zwei, sondern mehrere Riwayat überliefert wurden. Die erste Riwaya, und das ist die Madhhab. Das ist die Madhhab, das ist die bekannte Ansicht, oder das ist die bekannte Ansicht unter den späteren in der hanbalitischen Rechtsschule. Al-Ibaha, mutlaqan. Es ist erlaubt. Es ist nicht unerwünscht. Du kannst es anziehen, ohne dass es unerwünscht ist. Das ist Nummer 1. Dann gibt es eine zweite Ansicht, das ist die zweite Ansicht, die besagt, Al-Karaha. Es ist unerwünscht. Auch wenn es erlaubt ist, aber es ist unerwünscht, diese zu tragen. Und dann gibt es eine dritte in der hanbalitischen Rechtsschule. Die erwähnen wir auch, inshallah. Diese besagt Al-Mana. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt, die Kleidung von Kuffar zu tragen. Und es gibt eine vierte Ansicht oder eine vierte Überlieferung, die besagt, verboten ist das, was die Aura berührt oder was mit der Aura in Kontakt kommt. Und die Aura des Mannes und der Frau, Mann mit Mann, Frau mit Frau, ist vom Bauchnabel bis zum Knie. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel einen Pullover trägst, so ist das erlaubt oder so ist das nicht verboten. Aber wenn du Unterwäsche trägst, die deine Aura oder die in Kontakt mit deiner Aura kommt, so ist das verboten. Das sind die vier Riwayat. Im Großen und Ganzen, die überliefert worden. Aber wir merken uns hier, für dieses Buch merken wir uns zwei Riwaya. Die eine Riwaya, das ist die Madhab, es ist erlaubt. Und die zweite Riwaya, es ist unerwünscht. Makruh.